Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Untergriesbach. Am Mittwochmorgen einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gut in die Woche Mitte gestartet. Das muss man auch mal so sagen, ne? Andere würden sagen Bergfest, andere würden sagen, es ist einfach Mittwoch. Beruhigt euch, ne? Aber gut. Ja, ich habe unseren Grober dran. Oder die Scheibenecke, also, ne? Nennen, wie du es möchtest. Und wir sind auf dem Feld Nummer 5. Sind wir fertig? War das hier? Ja, hier. Da sind wir fertig mit den Arbeiten. Und die Bodenprobe, beziehungsweise die Auswertung der Bodenproben ist auch schon da. Und wir haben auf dem Feld Defizite. Also wir haben da tatsächlich so gut wie gar keinen Stickstoff im Boden. Was natürlich nicht gut ist. pH-Werte sehen einigermaßen okay aus, aber der Stickstoffwert ist wirklich so niedrig, also da ist fast nichts vorhanden. Ich habe mich jetzt da nochmal ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise habe auch nochmal mit dem Darky gesprochen, der hat da ein bisschen mehr Ahnung als ich. Was habe ich jetzt? Warte mal, ich habe irgendwas falsch gemacht. So. Auf alle Fälle. Müssen wir da oder müssten wir da Dünger ausbringen, ne? Also, ich kann es euch nochmal zeigen, damit ihr das auch seht. Wir sehen hier, pH-Wert ist gelb, das ist irgendwo so im mittleren, das ist jetzt nicht verkehrt, ne? Das ist einigermaßen akzeptabel. Der Stickstoffwert ist halt problematisch, ne? Also, Stickstoffwert, da haben wir wirklich 20 Kilo pro Hektar und das ist eindeutig zu wenig. Das ist zu wenig, da muss mehr Stickstoff rein. Und deswegen werden wir uns heute auf die Suche machen, beziehungsweise ich habe auch schon beim Händler etwas gesehen, und zwar einen Düngerstreuer von Vicon. Das ist ein schöner kleiner Mod. Müsste eigentlich für unsere Zwecke reichen. 1500 Liter fast das gute Ding mit 18 Meter Arbeitsbreite. Und das Gute ist an dem, da geht Dünger und Kalk rein. Also das Ding werden wir uns kaufen. Der große Vorteil für mich... Der große Vorteil für mich, muss ich gestehen, ist, dass wir sagen können... Wieso habe ich denn hier keine Maus auf einmal? Warte mal, muss ich kurz gucken? Moment. Der große Vorteil für mich ist auf alle Fälle... Aha. Gut. Der große Vorteil für mich ist, dass ich mit dem Düngerstreuer auf alle Fälle... es ist so, bei Procession Farming... ist es so, ich könnte natürlich jetzt auch Miststeuer kaufen und Mist ausbringen. Das Problem ist nur, es könnte dann sein, dass ich dann zu viel Stickstoff im Boden drin habe, was ich nicht haben will, ne? Und beim Düngerstreuer ist es so geregelt, dass der Düngerstreuer automatisch, da muss ich nichts zu machen, automatisch die Menge ausbringt, die gerade für den Boden richtig ist. Das heißt, an Stellen, wo mehr Stickstoff gebraucht wird, wird mehr Dünger ausgebracht. An Stellen, wo weniger Stickstoff gebraucht wird, wird weniger Dünger ausgebracht. Das ist halt der große Vorteil an normalem Dünger, den du beim Händler kaufen kannst, den du überall kaufen kannst, dass wir hier sag jetzt mal, mengenmäßig oder stellenweise so viel ausbringen können, wie wir brauchen und nicht einfach nur rausschleudern das Zeug, weil das ist ja, das wäre ja ein bisschen Verschwendung, ne? Sagen wir es mal so, wie es ist. Und ansonsten wäre ich das natürlich sofort bei Mist dabei. Ich habe mir auch schon ganz viele in den Kommentaren geschrieben, dass man Mist oder Gülle, eins von beiden, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass man die wohl günstig irgendwo kaufen kann hier, was ich sehr, sehr gut finde. Aber tatsächlich, wenn die Menge da, ja, das ist halt ein Argument, wo ich sage, gut, dann hauen wir da Dünger drauf. Aber über kurz oder lang will ich natürlich mit Mist und Gülle arbeiten, das ist ganz klar. Und im besten Fall, im besten Fall, sogar mit dem eigenen Mist und der eigenen Gülle, ne? Das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Das wäre so meine Traumvorstellung, aber ich kann euch, muss euch leider auch sagen, dass wir aktuell 2000 Liter Mist haben und fast 2000 Liter Gülle haben. Da machst du halt nicht viel, ne? Da fährst du ein paar Meter und dann ist das leider schon aufgebraucht, weil das ist einfach nicht die Menge, wo man sagen kann, yo, das passt. Sind wir noch richtig? Wir sind noch richtig. Langsam habe ich den Weg intus. Langsam. Ich würde das jetzt so machen. Ich würde mir jetzt einen Big Bag kaufen. Ich bin nicht sicher, ob man irgendwo dieses Zeug anhängerweise kaufen kann. Den Dünger. Das weiß ich. Doch, da vorne. Das weiß ich leider nicht. Wenn ihr das näher wisst in der Untergriesbach, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ich würde jetzt aber einen Big Bag kaufen.
und würde mal gucken, weil in diesen Streuer gehen da 1800 Liter rein, und würde mal gucken, einfach nur Interesse halber, wie weit wir denn mit diesen 1800 Liter, die wir da reinpacken werden, wie weit kommen wir denn da? Ja? Und dann können wir aufgrund dessen zumindest eine grobe Rechnung erstellen, wie viele Big Bags wir brauchen würden. Und die kann ich dann immer noch mit dem Steier und mit den Wägen, sind ja zwei, kann ich die dann holen. Ne? Das ist ja kein Problem. So, Zapfhelle angeschlossen. Lübt. Dann schauen wir gleich nochmal, ob wir so ein Big Bag kaufen können. Müsste eigentlich, ne? Ein Big Bag Mineraldünger. Wir brauchen zwei, nicht einen. Einer ist zu wenig, Werner. Weil 1800 Liter und 1000 pro Big Bag, da ist einer zu wenig, ne? So, das wird schon mal aufgefüllt. Weiß auch gar nicht, ob das... Ich habe den nicht getestet im Vorhinein. Ich habe ihn nur als Mod mit reingenommen. Und deswegen muss er eigentlich nicht schlecht sein, ne? Oder sollte er nicht schlecht sein. Dann nehmen wir doch mal das mit. Das Problem ist halt, Dünger ist halt nicht so billig, ne? Also, ich glaube nicht, dass wir da mit diesen 1800 Litern jetzt fürs ganze Feld auskommen werden. Das bezweifle ich jetzt einfach mal ganz stark. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es nicht, weil das wäre schon... Naja. Na gut. Sag das nicht, weil wenn wir jetzt... Also gut, ich wollte jetzt gerade Dünger auf Stickstoff umrechnen, aber ich glaube, das geht nicht. Weil in dieser Tabelle haben wir gesehen, 20 Kilo pro Hektar. Ne? Und wenn ich mir das jetzt ausrechne, dass ich zum Beispiel, aber das sind ja 20 Kilo Stickstoff pro Hektar und nicht 20 Kilo Dünger pro Hektar, ne? Weil ein Kilo Stickstoff wird nicht ein Kilo Dünger sein, das glaube ich nicht. Wobei ich natürlich ja die Umrechnungsformel leider nicht kenne. Das heißt, wir werden, naja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Hektar dieses Feld hat. Das ist leider ein bisschen problematisch, das sehe ich jetzt auch nicht. Oder sehe ich das? Warte, ich muss mal kurz anhalten. Das wäre natürlich jetzt super, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ey, das Feld hat jetzt 10 Hektar, ne? Nur als Beispiel. Ah, guck mal, das muss ich aber sehen, ne? Ah, steht eh alles drin. Guck mal hier. Okay. Zeige Gesamtwerte. Also wir haben jetzt Bodenproben benommen. Das Feld hat 4,61 Hektar, ne? Die Frage ist jetzt natürlich, Ertrag haben wir jetzt 36.000 Liter. Die Frage ist, nach was rechnet er den Ertrag? Achso. Ah, Gesamt oder seit dem letzten Mal. Gut. Interessant wäre natürlich jetzt noch zu wissen, was muss ich draufwerfen, damit die Werte in Ordnung sind. Das wäre jetzt super, aber ich glaube, da haben wir keine Vorausschau, ne? Ernteübersicht, Wirtschaftsanalyse. Ich habe halt keine Vorausschau. Das ist so ein bisschen mein Problem, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, okay, du musst auf Feld 5, zum Beispiel jetzt, ne, 8000 Liter Dünger ausbringen, damit der Stickstoffwert in Ordnung ist, dann wäre das eine Hausnummer, ne? Dann wüsste man, okay, brauchst so und so viel, kann ich kalkulieren, kann ich mir auf den Hof stellen oder wie auch immer. Und wenn es dann soweit ist, kann ich mir einfach nehmen vom Hof und gut ist. Das wäre schön, aber das, vielleicht gibt es das auch und ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, da würde ich mich wirklich interessieren für. Ich habe jetzt auch gesehen von, glaube ich, Vertex Design, gibt es jetzt ein neues Gerät für, da spart man sich die Bodenproben. War das hier, wo ich reinfallen musste? Nö. Es gibt jetzt ein neues Gerät, sieht aus wie so eine Stange, ganz vorsichtig formuliert, die man sich vorne an die Fronthydraulik dran klemmt oder ankuppelt. Da fährst du drüber über den Acker und dann wird das irgendwie ermittelt, was dem Boden fehlt. Also nicht mehr über Bodenproben, sondern vielleicht über Ultraschall oder über... Ich weiß es nicht. Schaut da gerne im Mod-Tab rein. Da ist es, glaube ich... Ich glaube, es war von Vertex Design. Glaube ich. Und wenn ihr das in Verwendung habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das funktioniert. Weil das war natürlich eine schöne Alternative. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt günstig oder teuer ist. Wobei wir natürlich auch das Gerät für die Bodenprobeentnahme haben wir auch kaufen müssen. Und wenn wir das dafür verkaufen könnten und dafür keine Bodenproben mehr zahlen würden, wäre das auch nicht schlecht, ne? Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das ist noch Zukunftsmusik, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir uns einfach mal... Gut, das ist hier links, ist mein Hof. Da bin ich schon mal richtig, weißt du? Und diesmal hier heute komplett ohne Radio und ohne Musik. Ich hoffe, es ist in eurem Interesse. Ich habe ja in der letzten Folge nochmal ein bisschen danach gefragt. Radio, ja, nein. Und dann die meisten, nicht alle, haben gesagt, nein, Musik aus, wollen wir nicht. Und deswegen heute ohne Musik. Ich hoffe, das ist okay für euch.
So. Das Coole ist halt, ne? Wenn ich euch das mal ganz kurz zeigen darf. Diese Spuren hier rein, ne? Ich bin vorher, das sieht man, da hinten sieht man es leicht. Da bin ich rausgefahren aus dem Acker. Alter, das war ein, oh. Das war ein Phänomen, du. Aber finde ich auch schön. So, wir haben 18 Meter, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wo und wie viel werden das sind 18 Meter? Ich werde jetzt einfach mal großzügig raushauen und bin dann mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich mache das jetzt absichtlich in dieser Perspektive, weil ich einfach sehen will... Alter, der braucht ja fast gar nichts. Also. Von der Sprühweite her ist es super. Wir haben jetzt immer noch 96% drin, ne? Dann habe ich vielleicht doch genug mit dieser Ladung. Das hätte ich mir jetzt am Anfang der Folge aber niemals gedacht, ne? So, wir können ja mal, wenn wir oben an der Waldkante angekommen sind, können wir mal kurz stehen bleiben und mal gucken, was Procession Farming dazu sagt. Ob da schon irgendwelche neuen Werte jetzt da sind. Aber es sieht auf alle Fälle, also, interessant. Ich mag das auch, wenn diese Spuren zu sehen sind, ne? Da habe ich richtig Bock drauf. So, wir sind jetzt eine lange Bahn gefahren. Das war wirklich jetzt keine kurze. Das war wirklich eine lange Bahn. Und wir haben jetzt noch 88% drin, ne? Also das stimmt mich tatsächlich positiv. So, lass mal gucken, ob das jetzt irgendwas schon gebracht hat. Aha, guck mal hier. Da sind wir dann schon... Oh, da sind wir schon in dem sehr grünen Bereich, ne? Wie sieht denn das aus? Neben pH-Übersicht findest du die Stickstoffübersicht. Diese zeigt den aktuellen Stickstoffgehalt im Boden an. Der ideale Stickstoffgehalt hängt von der Fruchtsorte und dem Bodentyp ab. Wenn du über das Feld läufst und einen Blick... okay. Es ist jederzeit möglich, die Ausbringrate manuell zu regeln. Ehrlich? Oh, nee, das macht er automatisch, ne? Also er ist... Automatische Ausbringmenge deaktivieren. Nein, überhaupt nicht deaktivieren. Das ist sogar richtig gut. Weil so... Ah, siehst du mal. Guck dir das mal an. Das ist ja mega cool. Der bringt jetzt die automatische Menge... Seht ihr, ist er da gerade geändert. Jetzt bringt er 600 Kilo pro Hektar aus. 666. Und wenn jetzt zum Beispiel der Boden besser wäre, ne? Also wenn da jetzt schon ausreichend Stickstoff drin wäre, würde er wahrscheinlich sogar weniger ausbringen. Das ist jetzt, glaube ich, schon ein Fall, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel Material ausgebracht werden muss, um einfach den Stickstoffgehalt nach oben zu bringen. Das macht er automatisch. Das war mir... Stimmt, jetzt weiß ich es auch wieder. Ja, ja. Das hat er automatisch... Jetzt hat er weniger genommen, ne? 180, zwar gerade auf 160. Ah, das ist schon cool, ne? Muss ich ja schon sagen. Also da finde ich mich ja schon... So moderne Technik ist halt schon auch cool. Natürlich kann er dann nur ausbringen, wo wir natürlich auch Bodenproben genommen haben, ne? Am Rand waren wir ja nicht ganz so sauber. Da wird er wahrscheinlich ein bisschen Probleme haben. Da bin ich rausgefahren vorher. aber so normal, sage ich mal, ganz vorsichtig formuliert. Wenn du da wirklich jeden Quadratmillimeter eine Bodenprobe nimmst, dann hat er halt wirklich die perfekte Übersicht über das gesamte Feld. Das ist schon cool. Erhöht der Stickstoffwert auf optimalen Wert für Gras auf sandigem Lehm. Okay. Aber wie weiß denn der, was ich da jetzt ansehen will? Das weiß er wahrscheinlich nicht, ne? Der macht jetzt einfach mal... Der wird einfach mal jetzt was gesagt haben und dann einfach mal gucken, ob das passt oder nicht passt. Gut, wir sind jetzt mehr als halb voll. Wir haben fast 70% haben wir noch drin. Was ich eigentlich auch ziemlich gut finde. Wir können ja gerne mal das hier alles wegmachen. Und dann können wir gerne nochmal einfach nochmal eine Runde fahren. Und dann, ja, einfach mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Was ja auch nicht ganz uninteressant ist. Ich finde das Thema, ne, Procession Farming wirklich sehr, sehr spannend. Und was ich, wie gesagt, noch drum bitten würde, wenn es euch irgendwie zeitlich ausgeht und wenn ihr das wollt, schreibt gerne rein, ob ihr das neue Erkenngerät von Vertex Design, ob ihr das nutzt. Das wäre super cool, wenn ihr das reinschreiben könntet. Und ob das was ist, weil dann würde ich da umswitchen. Und sonst bleiben wir eben bei den Bodenproben, ne? Das wäre mir auch Jacke wie Hose. Aber Feedback dazu gerne im Kommentarbereich wieder reinschreiben. Würde ich mich auf alle Fälle drüber freuen. Gut, ich werde noch ein bisschen weiter streuen.
Ich weiß natürlich auch, dass wir noch jetzt ungefähr 200 Liter Dünger oben am Händler liegen haben. Mal schauen, ob ich die noch brauche. Gucken wir mal. Ich darf mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und es fängt an zu regnen. Ist das schlimm? Wahrscheinlich werde ich mich jetzt gleich festfahren. Ich freue mich wie Schnitzel. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, am kommenden Samstag zu einer weiteren Folge hier auf der Untergriesbach. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin und macht es gut. Ciao, ciao.